Heute singt sie uns ein Loblied auf Personen, mit denen wir zwar nicht verwandt sind, mit denen wir aber oft mehr Kontakt haben als mit unseren Angehörigen, und zwar auf unsere Nachbarn. Hier kommt unser musikalischer Gast, Johanna von Kotschan. Von Nachbarn gibt es vielerlei Geschichten. Man hat vielleicht auch mal mit ihnen Streit. Und doch, was wär ein Leben ohne Nachbarschaft? Es wär ein Leben ohne Menschlichkeit. Nachbarn sind was anderes als nur Leute nebenan. Nachbarn braucht ein jeder dann und wann. Nachbarn haben heißt, man ist im Notfall nicht allein. Wir sollten alle gute Nachbarn sein. Zum Nachbarn bin als Kind ich schon gelaufen, waren meine Eltern einmal nicht zu Haus. Und wenn ich heut mit Grippe auf der Nase lieg, dann hilft mein Nachbar mir mit Krimis aus. Nachbarn sind was anderes als nur Leute nebenan. Nachbarn braucht ein jeder irgendwann. Nachbarn haben heißt, man ist im Notfall nicht allein. Wir sollten alle gute Nachbarn sein. Nachbarn sind was anderes als nur Leute nebenan. Nachbarn braucht ein jeder irgendwann. Nachbarn haben heißt, man ist im Notfall nicht allein. Wir sollten alle gute Nachbarn sein. Johanna von Kotschan. Johanna, Ihre neue Platte heißt ja, man müsste mal miteinander reden. Man sollte miteinander reden, ja. Das will ich jetzt tun. Was machen Sie als nächstes? Ich schreibe im Moment mein viertes Buch. Kinderbuch. Kinderbuch oder sagen wir Jugendbuch. Und die ersten beiden, die werden verfilmt vom ZDF. Na herrlich. Dann Filmautorin, ich sage ja, es gibt bald noch eine neue Seite bei Ihnen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Danke. Vielen Dank, Johanna von Kotschan.